Ein Hallöchen und recht herzliches Willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Satisfactory Plus. Jo, hier so vereinzelt läuft ein bisschen unser Stahl, Stahlstange etc. Läuft ein bisschen suboptimal. Was aber nicht weiter schlimm ist. Denn, ja, es eilt ja nicht. Naja, eigentlich eilt es schon. Aber das Problem ist tatsächlich, dass wir einfach zu wenig Wasser hier anfördern. Das ist tatsächlich das Hauptproblem. Dass zu wenig Water kommt. Also wir brauchen definitiv mehr Wasser. Da werden wir uns jetzt in dieser Folge erstmal ein bisschen drum kümmern. Dass wir das erstmal hinkriegen. So, jetzt würde ich mal ganz gerne mal ganz kurz gucken. Ich weiß nicht, habe ich hier jetzt noch Wasser drin? Wird hier noch Wasser irgendwie ran gefördert? Weil wenn, ganz ehrlich, wenn hier noch Wasser ran gefördert wird, so, dann wäre das eigentlich eine richtig geile Option, das da weiterzufahren. Und ich weiß nicht, von wo das Wasser kommt, ist das Problem. Was wir natürlich jetzt auch machen könnten. Boah, ich habe hier Uran liegen, ey. Scheiße. Ja, das ist alles ein bisschen suboptimal hier. Das ist, nicht schön. Das Problem ist ja dann irgendwann auch. Ja, oder wir müssen hier mal gucken. Er ballert raus. Ah, warte mal. Ich hätte da eine bessere Idee. Genau. Lass uns da mal kurz einen Container hinsetzen. Weil ich brauche ja die Dinge sowieso nicht. So, warte mal kurz. Also, Lagercontainer. Das Problem ist, wie viel macht er? Er macht genau, er macht nur 15 Kubik Wasser und das ist natürlich viel zu wenig. Ja, das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Also zwangsläufig gesehen müssen wir so oder so irgendwo anders Wasser holen. Auf Dauer gesehen. Also irgendwann muss der ganze Scheiß hier sowieso weg. Jetzt hat man eine Alternative. Ob es eine Alternative ist, weiß ich nicht. Aber da müssen wir mal gucken. Wir haben ja hier oben noch den See. So, da sind ja so ein paar Pumpen schon drin, die ja in irgendeiner Art und Weise auch Wasser schon liefern. Die ist quasi erstmal stillgelegt. Das heißt, ja, da hinten quasi, wo ich vorher Wasser hatte, kommt natürlich jetzt erstmal kein Wasser an. Das ist natürlich das Problem an der ganzen Geschichte. So, was wir jetzt natürlich machen könnten. Wir haben ja bis hierhin erstmal alles komplett neu aufgebaut. Na? So, und wir müssen in irgendeiner Weise quasi darüber. So, wir könnten natürlich sagen, ich gehe mit dem Wasser nochmal hier raus. Also das heißt, ich mache mal eben hier schwupp, schwupp. Geh da mal schwupp, schwupp. So, dann muss ich, also würde ich ganz gerne 6 würde ich tatsächlich hier oben rausgehen. Und dann muss ich aber hier in der Mitte rausgehen, glaube ich, ne? Genau. Okay, pass auf. Machen wir das jetzt so. Dann meine Maus schon wieder. Ist mit meiner Maus schon wieder los.
Na, meine Maus spinnt ab und zu mal ein bisschen rum. So. Mal gucken, ob die Pumpe noch Strom hat. Die ja, die auch. Also die könnte pumpen. Das wäre nicht das Problem. Okay. Gut, pass auf, jetzt machen wir aber Folgendes. Jetzt würde ich ganz gerne mal versuchen, ob man nicht einfach sagt, ich mache einfach mal hier die 4. Den davor. Und den davor. Jetzt bin ich Depp auch noch runtergefallen. Dass wir das dann einfach so da durchlaufen lassen. Finde ich, geht doch auch, oder? Ja, eigentlich schon. So, und dann könnten wir doch rein theoretisch, wenn wir jetzt hier drüben sind, eigentlich erstmal auch hier rüberlaufen. So. Gut, hier wird es jetzt ein bisschen schwieriger. Aber wir könnten... Na, wobei, so schwierig wird das gar nicht. Wir können hier durch. Und könnten bis hier hinten rüberlaufen. Das ist gar kein Problem. Pass auf, dann machen wir jetzt Folgendes. Ich mache hier eine normale Wand rein. Und gehe mit dem hier durch. Mache hier ebenfalls eine normale Wand rein. Dann gehe ich mit dem hier durch. So und so. Dann werden wir das hier aber ändern. Dann muss ich das Ding nämlich... Ne, warte mal, dann machen wir das anders. Dann mache ich den nämlich direkt hier hin. Alles funktioniert? Hat funktioniert. Genau, dann kann ich mit dem nämlich dann direkt... Einmal dahin und dann dahin. So, und dann lass uns aber auch mal direkt das Wasser direkt reinfördern, sonst bringt das Ganze nämlich nichts. Gut, das ist natürlich jetzt ein bisschen ungeil. In Anführungszeichen. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt mal hier die 5. Gibt es hier eine kleine Brücke rüber. Na? So, das geht dann da rein. Okay, gut. Dann geht's weiter im Text. Ja, hier gehen wir dann auch ganz normal. Dadurch, dadurch. Aber jetzt müssen wir aber hier... Da wird's ein bisschen schwieriger. Da könnten wir aber die 5... Könnten wir da hinsetzen. Dann können wir die auch hier hinsetzen.
und machen das dann so. Das nehmen wir da rein. Gut, jetzt sind wir schon mal fast da, wo ich hin will. Weil dann gehen wir nämlich hinterher da rein. Und gehen dann mit dem ganzen Gebilde ein bisschen darüber und dann darüber. Und das ist so der Plan. Aber erstmal würde ich sagen, machen wir das folgendermaßen. Dass wir hier dann später rüber gehen. Ja, das machen wir so. Gut, dann mal jetzt erstmal den und den. So, hier müssen wir natürlich jetzt wieder ja, eine kleine Brücke schlagen, in Anführungszeichen. Das mache ich jetzt aber einfach ein bisschen einfacher. Das mache ich dann nämlich einfach so. Das ziehen wir einfach hier rüber. So, dann können wir eigentlich auch hier direkt hochgehen. Ziehen das hier rein. Das ziehen wir da rein. Das Ganze geht einmal hier runter. Das geht einmal dadurch. Das geht dadurch. Das geht dadurch. Das dadurch. Das dadurch. Das nach da. Das geht nach hier. Das geht erstmal nach da. So, na jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Müssen wir einmal da. Ich einfach eine zweite Brücke rüber, das ist mir egal. Weil ich sag mal, ich habe ja eh nochmal ein neues Let's Play gestartet. Und wo wir ja sowieso vieles, vieles anders machen werden. Das ist jetzt halt ein bisschen zum, ich nenne es mal Experimentieren, Anführungszeichen. So, jetzt haben wir aber hier ein Problem. Wir müssen das hier ein bisschen umlegen. Ja, was immer auch hier rein muss. Dann lass uns mal eben kurz einmal hier eine Brücke schlagen. Lass uns aber hier rausgehen, würde ich sagen. Genau, dann gehen wir nämlich hier 6. Müssen wir nämlich da, glaube ich, raus, ne? Oder da? Ne, da. Zack, zack. Darüber. Aber könnten wir So, jetzt haben wir das Wasser schon mal hier.
Und das hier legen wir jetzt einfach mal eben kurz um. Das ist ja nichts Schwieriges. Jetzt müssen wir uns nur Gedanken machen, was jetzt der nächste Punkt ist. Dass wir irgendwie das Wasser erstmal noch hier drüben rüber kriegen. Das macht es ja nicht gerade einfacher. Das ist ja das Problem. Also ich könnte das jetzt natürlich erstmal irgendwie hier rüberlegen, klar. Was glaube ich auch erstmal sinnig wäre, wenn wir das glaube ich erstmal machen würden. Pass auf, dann machen wir mal Folgendes. Es geht ja erstmal nur darum, dass wir ein bisschen Struktur jetzt da reinkriegen. Also das heißt, ich pack das jetzt einfach mal hier. Warum kriege ich das nicht vernünftig justiert? Hat da jemand eine Idee, woran das liegen könnte, dass ich das nicht gerade kriege? Warum ist das so? Da müsste ich, glaube ich, mal... Warte mal. Ah, da war vorher ein Dingens, ne? Pass auf. Wir machen das anders. Logistik. Aber wir nehmen jetzt einfach erstmal... Ja, den... Standardindikator geht aber auch nicht. Üb. Ah, das ist doch wieder alles eine... Scheiße, ist das doch. Auf gut Deutsch gesagt. Ja, ich muss hier, glaube ich, ein bisschen tricksen, ne? Deswegen war das so. Aber ist immer noch nicht besser. Wobei ich sagen muss, das andere gefällt mir besser. Auch wenn es dann so ein bisschen da reinbackt, aber. Das ist okay. Ja, pass auf, wir bauen das hier auch ein bisschen anders. Ja. Wir gucken, dass wir hier vielleicht auf das Rohr runterkommen. Und dann ziehen wir das mal hier runter. Machen wir so. Und dann können wir das jetzt auch hier vernünftig positionieren.
Wir brauchen Schrauben, Schrauben, Schrauben. Wir brauchen Schrauben, Schrauben, Schrauben. Wobei ich immer noch sagen muss, dass ich immer noch nicht sehr überzeugt davon bin, was ich hier gerade mache, aber wir müssen mal gucken. Wo sind denn meine Schrauben überhaupt da? Wie schaut es denn eigentlich bei meiner Betonproduktion aus? Aber die Schlacke ist da. Es mangelt halt an Kalkstein. Die laufen jetzt auch nicht auf 100%, die Dinger, glaube ich, ja, ne? Ach, guck mal, ja, gar keinen Strom hier. Ach, er ist auch noch gar nicht angeschlossen. Hey? Wenn man länger raus ist aus der ganzen Geschichte, ne? Dann verliert man ein wenig den Überblick. Und wenn man nicht von Anfang an direkt vernünftig baut. Ja, gestern gab es ja zwei Satisfolgen. Werde ich aber auch nicht nochmal machen. Sondern wenn den Tag dann. Jetzt wisst ihr, was ich mache? Ich mache das anders. Ich mache es anders. Pass auf. Ich leg das hier hin. Wir machen hier jetzt erstmal noch. Fundament hoch. Zwei. Aber wir gehen auf drei Elemente. Ich möchte hier auch ganz gerne drei haben. Wir gehen mal auf vier. Ne, ne, geh mal ruhig auf 3. 3 ist okay. So. You are so lucky that you found this most valuable artifact. Ups. So, und pass auf, machen wir nämlich folgendes. Geht das jetzt hier hoch? Das heißt, ich trenne das hier quasi auf. Dann muss ich hier das ein bisschen umbauen. Was aber nicht weiter schlimm ist. Passt aber so. So. Und dann können wir das hier nämlich weiterlaufen lassen. Dann geht der nämlich jetzt hier weg. Jetzt kommt der Clou an der ganzen Sache. Jetzt pass auf. Machen wir nämlich folgendes. Wenn wir das nämlich jetzt hier drin verstecken, und werden dann jetzt ein Türmchen hier hochbauen. Was aber das Problem ist, warte mal, ich weiß nicht, ob das klappen könnte. Da müsste ich einmal eben da hoch.
Aber ich denke, das könnte funktionieren. Ich weiß nur nicht, ob es dann von der Luft her eingeschränkt wird. Also wenn ich jetzt hier quasi rausgehe, ups, ne, zieht er die Luft von hinten, ne? Also dürfte das eigentlich kein Problem geben. Und dann setzen wir nämlich noch mal eben kurz einmal so ein Ding nämlich noch mal hier dran. Kriegen wir das vielleicht hin, dass wir den hier mal hinziehen? So. Oh, den nach da ist er jetzt gerade. Jo, können wir so lassen, ist okay. Machen wir 1, 2, 3, 4, 5, machen wir auch 6. Okay, dann sind wir hier noch nicht weit genug. Einen müssen wir noch. So, hier gehen wir dann einfach hier vorne hoch. Machen wir 7. Harvest it. Widespread chaos and mayhem. World President urges all citizens to do their part and harvest alien artifacts. Und was jetzt natürlich überall ist, eine Pumpe, ne? Da bleibt da hängen. Da bleibt da auch hängen. Da geht er durch. Das müsste eigentlich reichen, oder? Da hängt er. Da geht er auch durch. Perfekt. So, dann machen wir nämlich jetzt hier eine Pumpe rein. Die verbinde ich mal eben hier so. Nimmt viel zu viel Platz weg, das Scheißding, ne? Ah, das ist so richtig übel, ne? So, und dann lass uns doch mal eben hier drüben. Frage, auf welcher Höhe bin ich hier? Eins, zwei, drei, vier. Müsste eigentlich da sein. Den Strom rüberziehen. Den Strom da an die Pumpe. Dann machen wir den zu. So, hier machen wir dann Folgendes. Da gibt es dann eine Stütze. Dasselbe gibt es dann einmal hier drüben. Comply. Na gut. Hier wird es jetzt schwierig mit einer Stütze. Aber jetzt dürfen wir mehr Wasser haben. Mindestens gleich. Weil er hier dürfte jetzt ja auch nicht mehr genug Wasser haben. So, dann wollen wir noch mal gucken gehen. Ja, noch ist da nichts.
Ist auch fast leer. Da ist auch nichts. Da ist auch nichts. Da ist auch nichts. Okay, warte. Dann machen wir jetzt mal Folgendes. Weil das ja ab und zu schon mal vorkommt. Dass da nicht richtig durchgefördert wird. Aber er pumpt auch gerade nicht. Kann es vielleicht sein, dass wir da zwei Pumpen brauchen? Picking up multiple fix-it personnel in the area. Proceed with harvest before it's too late. Wisst ihr was? Ich baue einfach mal zwei Pumpen ein. Ich baue eine hier vorne an die Ecke. Einmal. Und die zweite baue ich dann dahin. Ach, ey, ich bin auch manchmal ein Dörsbuddel. Ich habe doch hinten das Wasser noch nicht angeschlossen, ey. Oh, was bin ich verpeilt, ey. Doch, hab ich doch. Oder vertue ich mich da jetzt? Ich habe das doch eigentlich alles komplett angeschlossen. Ich war, nee. Ich weiß, wo der Fehler liegt. Alles gut. Ja. Der Fehler liegt hinten bei der Mine. Also hier ist alles schick, alles super, alles gut. Genau, hier haben wir alles richtig gemacht. Der Fehler liegt hinten bei der Mine. Genau, weil ich da den Ausgang noch nicht umgelegt habe. Weil ich bin ja da auf die... Ich bin ja nicht hier hingegangen, ich bin ja da hingegangen. Genau, deswegen würde ich sagen, so, jetzt sollte das auch alles seinen Weg gehen. Dann wird aber auch eine Pumpe reichen, denke ich. Wir probieren es erstmal mit einer Pumpe und dann schauen wir mal. Wobei, es könnte schon zu hoch werden, ne? Wenn das Wasser bis dahin dann auch wirklich ankommt. Pumpe zeigt gerade gar nichts an. Okay, jetzt pumpt sie. Ja gut, ich muss die Pumpe trotzdem mal neu setzen. Weil die Scheiße drin sitzt. Ja, das ist bei den MK1 Pumpen ist das echt scheiße. Also da sind die MK2 sind da... Die sind da deutlich besser.
aber. So passt es auf jeden Fall. Gut, dann gehen wir jetzt noch mal kurz nach oben und dann wollen wir mal gucken, ob das Ganze auch wirklich funktioniert. Also ich denke, dass ich das hier ruhig auch als Dauerlösung betrachten könnte, weil er doch eigentlich recht ordentlich. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Das wird auch langsam voll. Genau. Das sieht schick aus. Und es braucht natürlich jetzt erstmal eine Zeit lang, bis es sich halt komplett auch verteilt. Ne? Das ist natürlich jetzt erstmal. Aber das werden wir dann mal in der nächsten Folge gucken. Denn ich muss nämlich jetzt langsam los zur Arbeit und deswegen würde ich sagen, haut rein. Wir sehen uns morgen im nächsten Video. Ciao, ciao.